Willkommen zurück bei Super Mario 64. Ich muss mal ganz gut schauen, in welche... So. Auf geht's in die letzte Stage. Regenbogenraserei. So, ich glaube, das wird jetzt sehr lange dauern. Allein dieser erste Stern hier. Die 100 Münzen habe ich auch gar keinen Bock. Das war sehr glücklich. So, jetzt müssen wir einmal dort hinten rüber. Und dann können wir hier weiter. Und mit diesen Dingern musst du jetzt immer wieder reisen. Auch wenn du hier zu den Münzen willst. Anscheinend. Das ist ja eine sehr kreative Welt, wie ich sehe. Wait, what? Oh mein Gott. Das war lucky. Hä? Was weiß ich denn, zu welchem ich weiterreisen muss? Pff. Oder ist es egal, führen die beide letzten Endes ans Ziel? Das war auch knapp. Alter. Übertreib doch nicht so. Da oben ist aber das Schiff. Jetzt müsste das Ziel sein, wo der erste Stern ist. Da hätten wir immerhin die erste Mission schon mal geschafft. Okay. Ja, wir haben's. Mission 1. Okay. Ja, das wird ja noch ein Spaß. So, weiter geht's mit Mission 2. Und ich hoffe, wir müssen nicht wieder so ewig lang da irgendwas machen. Suche das Haus am Himmel. Mhm. Ja, letzten Endes haben wir scheinbar sowieso keine andere Wahl, als erstmal wieder hier den Weg lang. Na, okay. Sind hier nicht die Red Coins? Ich glaube schon. Oh, blauer Münzschalter auch. Oh, ich überlege echt, ob ich das dann jetzt direkt einmal machen soll. 100 Münzen.
sinken die? Und Mario macht wieder nichts hier. Sind hier woanders auch noch welche? Nee. Okay, big. 43 Münzen. Kriegen wir nochmal 16 hinzu für die Red Coins. Da sind wir dann bei 59. Die Sorge, die ich mir gerade mache. Ist. Was ist, oder komme ich da überhaupt vernünftig wieder zurück? Wenn ich dann, ich muss dann hier zu dem Redcon-Stern zurückkommen. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, danke. Ich sammle jetzt erstmal die Red Coins ein. Dann können wir uns dann nochmal Gedanken zu machen. So. Als ob. Pro. Ich spring immer zu weit. So, 5, 6, 7, So, wie gesagt, den Stern haben wir halt jetzt, theoretisch, aber jetzt muss ich halt noch irgendwo mehr Münzen sammeln und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich hier wieder zurückkomme. Das ist gerade noch so meine Sorge. Okay. Da liegen. Passt schon. So. Wo kriegen wir jetzt noch 39 Münzen her? Hier haben wir eine. Auf dem Schiff waren auf jeden Fall auch noch welche. Aber wie gesagt, ich habe echt
Angst, dass ich nicht wieder zurückkomme. Zu dem Redcoin-Stern. Das könnte echt schwierig werden. Hier ist nichts drin. Bro, dein Ernst? Muss ich hier ganz vor Schluss erst hochspringen? Aber ich springe hier nochmal drauf. So. Gott, erst 63 Münzen. Keine Ahnung, ob ich damit überhaupt annähernd dahin komme, wo ich hin möchte mit meinen Münzen. Da oben ist auch nur ein One-Up. Mann, nein. Na. Nein, jetzt habe ich richtig dumm abgespeichert. Ich habe jetzt einfach den Redcoin-Stern mitgenommen. Genau. Und versuche jetzt einfach die Mission hier, die eigentlich vorgesehen war, zu machen. Boah, aber hier, um das dann mit den 100 Münzsternen zu kombinieren, mir fehlen jetzt noch 26 Münzen. Das ist leider auch alles nicht so einfach hier. Ich habe halt Angst, dass ich diese Münzen auf jeden Fall mitnehmen muss. Deswegen will ich sie schon ganz gerne haben und die habe ich jetzt zum Glück auch bekommen. Jetzt wird es aber nicht mehr so einfach hier dran zu kommen, weil ich jetzt ultra abbremsen muss. Fast. Das ist noch nicht schlecht so. Ja. Okay. Oh mein Gott. Wir haben's. Was den Teil angeht. Also mir fehlen jetzt noch 21 Münzen. Ich hoffe, es kommen noch irgendwo 21 Münzen. Wäre nämlich eine weitere Sache, die mich an der Gestaltung dieses Levels stören würde. Ja. Wenn du hier mehrere Missionen quasi spielen musst, wenn man so möchte, damit du es irgendwie schaffen kannst, auf die 100 Münzen zu kommen. Da hinten ist noch irgendeine Box, aber ich weiß nicht, ob das nochmal eine weitere Mission ist. Ich werde jetzt nicht runterspringen. Ich könnte es natürlich auch, wobei selbst dann wirst du... Oh, da sind nochmal Münzen. Wichtig. So. Nochmal eine 5er-Reihe. Mir fehlen noch 11 Münzen. Ja, da ist nochmal eine. Oh, nochmal 5. Okay. 94. Gott, jetzt sag mir bitte nicht, mir fehlen 6 fucking Münzen. Hör auf, Bruder. Tu mir das nicht an. Aber ich befürchte, da oben sind keine Münzen mehr, oder? Nein, hör auf. Lass das. Lass jetzt noch irgendwo Münzen sein. Was ist hier? One-Up. Du verarschst mich, ne?
So, damit haben wir schon mal die letzten 100 Münzen, die ich jetzt endlich bekommen habe. Und dann gehen wir noch einmal hier hin. In die Kanone und nehmen dann den Stern noch mit, anstatt den, den wir da am Haus hatten. Könnten uns wahrscheinlich auch einfach wieder dorthin schießen. Aber ich bevorzuge dann doch schon, wenn wir eh schon mal hier sind, für die letzten Münzen, dann nicht nochmal hier hoch zu müssen zur Kanone und dann erstmal den Stern mitzunehmen. So, und den Weg zum Haus schneide ich euch auch raus, weil der ist auch für euch interessant. Den Stern sammle ich dann einmal ein und den möchte ab da wieder mit. Die 100 Münzen sind ganz schrecklich, weil du gefühlt nicht einfach diese eine Route lang kannst. Sondern dann da nochmal irgendwo anders hin muss und dahin und dies und das und boah. Erschreckliche Mission. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, nicht mehr nach ganz nach oben immerhin. Was das Ganze nicht unbedingt ja, besser macht. Beziehungsweise ein bisschen besser schon, wie es scheint. So, hier müssen wir jetzt nach unten. Könntest du die Kamera bitte richtig umdrehen? Was soll ich damit anfangen jetzt? Bro, muss ich jetzt ernsthaft in der Perspektive weiterspielen hier? Okay, jetzt müssen wir zum Glück sowieso wieder in die Richtung. Oh, dein Ernst. Aber hier wären auch noch Münzen gewesen, dann hätte ich mir den ganzen Stress da ersparen können. Schon besser. Mhm. Okay, mach mal so eine Wippe. Dann geht's da entlang. Da oben ist auch nochmal was gefühlt, oder? Danke, Bro. Gott, hier wären so viele Münzen nur gewesen. Ganze Stress umsonst. Und da ist der Stern. Okay. Eine Mission dürfte jetzt nur noch fehlen. Nur noch. Nehmen wir nur seit schon wieder fast einer Stunde auf. Weil du immer wieder diese gleichen Wege gehst. Mit den fliegenden Teppichen. Also fliegst mit den Teppichen. So, jetzt muss ich mal gucken, wie wir da überhaupt hinkommen. Also erstmal, ne, wie immer. Okay. Mhm, so auf jeden Fall nicht. Fast. Ja, nicht so einfach. Ja, so wird das wieder nichts, glaube ich. Oder doch, jetzt. Na, ja, oh mein Gott, wie unnötig. So, jetzt aber.
Das war die Regenbogenraserei. Wir haben die Stage und beim letzten Mal gibt es dann hoffentlich alle restlichen 10 Sterne. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.